Gut zu Fuß auch im Alter. Ein Rollator kann einen genau dabei unterstützen und bietet Menschen mit eingeschränkter Bewegungsfähigkeit wieder ein Stückchen mehr Freiheit. Am 7. und 14. November fand deswegen in Salzgitter ein sogenanntes Rollatorentraining statt. Nutzer eines Rollators sowie Angehörige konnten sich kostenlos zum Beispiel wertvolle Informationen über die verschiedenen Modelle und deren Ausstattung holen. Also man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass man sich vom geschulten Personal vor Ort in der Filiale beraten lässt, sich auf jeden Fall schon mal zu Hause vorbereitet, vielleicht eine Checkliste macht, wo wird der Rollator eingesetzt, in welcher Umgebung befinde ich mich, wird der Rollator im Innenbereich oder Außenbereich eingesetzt, und vielleicht sollte man auch eine Begleitperson mit zur Beratung nehmen, um mehr Informationen speichern zu können. Also man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass bei der Rollatorabgabe der Rollator zum Benutzer in der Höhe richtig eingestellt wird, sprich die Armlehnhöhe. Und wenn die Person besonders klein ist oder besonders kräftig ist, der Rollator auch in der Sitzbreite und Sitzhöhe angepasst ist. Mittlerweile gibt es zu den Rollatormodellen sehr viel individuelles Zubehör. Man kann sich überlegen, dass man einen Rollatorschirm dazu nimmt, eine zweite Tasche, verschiedene Beleuchtungseinrichtungen sind möglich. Neben dem richtigen Rollator ist vor allem der richtige Umgang wichtig. Darum gab es beim ersten Treffen im Seniorentreff in Lebenstedt zum Beispiel Tipps zum sicheren Gehen, Aufstehen, Hinsetzen und Bremsen. Aber auch das Erkennen von Stolperfallen spielte eine wichtige Rolle. Zudem wurden die Rollatoren auf ihre Verkehrssicherheit überprüft. Die großen Gefahren lauen nämlich vor allem im Straßenverkehr. Darum ging es beim zweiten Termin in und an der Eissporthalle um das Thema Verkehrssicherheit. Verkehrssicherheitsberater Michael Schaaf versuchte die Senioren mit ehrlichen Worten wachzurütteln und machte sie auf altbekannte Fehler aufmerksam. Dass wir uns einfach nochmal in Erinnerung rufen, so wie wir es unseren Kindern, Enkelkindern beigebracht haben, erfolgreich beigebracht haben, selbst diese Erfahrung und das Wissen zu nutzen und die Fahrbahn sicher zu überqueren. Das heißt, stehen bleiben, wirklich gucken, auf eine ausreichend große Lücke zu warten, denn wir müssen akzeptieren, dass wir möglicherweise in unserer Mobilität und Schnelligkeit eingeschränkt sind, so dass wir den Verkehrsfluss im Auge behalten und möglichst große Lücken zum Überqueren nutzen. Gleichzeitig appelliere ich auch, dass man sichere Querungsmöglichkeiten sich sucht. Das sind einerseits die Zebrastreifen oder auch die zur Verfügung stehenden Ampeln, soweit sie vorhanden sind. Aber auch dort gilt, dass man dem Zebrastreifen nicht blind vertraut, sondern da auch wirklich guckt, ob der Verkehr angehalten hat und auch erst dann, wenn alle Fahrzeuge stehen, die Fahrbahn betritt. Gleiches oder Ähnliches gilt an einer ampelgeregelten Kreuzung oder Einmündung, wo man unbedingt auch immer gerade den einbiegenden Verkehr im Auge beachten sollte, denn auch dort kommt es leider vor, nicht mal aus Böswilligkeit, sondern vielleicht auch aus Unachtsamkeit, dass Autofahrer nicht anhalten und den Fußgänger nicht sehen und durchfahren. Ganz wichtig liegt mir noch am Herzen, jetzt in der dunklen Jahreszeit sich sichtbar zu machen. Leider fällt es oft auf, dass Senioren und Senioren dazu neigen, sich dunkel zu kleiden, und deswegen sind sie oft schlecht zu erkennen. Deswegen appelliere ich, helle Kleidung zu tragen und darüber hinaus sich vielleicht sichtbar zu machen mit so einem Produkt, wie ich es hier in der Hand habe, so ein Reflexarmband. Das leuchtet dann, wenn es angeleuchtet wird, durch eine Lichtquelle über 100 Meter weit zurück. So hat der Autofahrer die Chance, den Fußgänger rechtzeitig zu erkennen und rechtzeitig zu bremsen. Und der Fußgänger hat die Chance, rechtzeitig gesehen zu werden. Außerdem stand ein Training an der Bushaltestelle und im Bus an. Hier zeigten Mitarbeiter der KVG, wie man richtig ein- und aussteigt. Und dass man keine Angst vor schließenden Türen haben muss. Die sind nämlich mit Sensoren ausgestattet, welche das Einklemmen einer Person verhindern. Ein KVG-Mitarbeiter zeigte zudem, wie gefährlich es ist, den Rollator als Sitzplatz zu nutzen. Denn trotz festgestellter Bremse kann der Rollator durch die Kraft des Busses wegrollen oder gar umfallen. Die einfachsten Tipps, die man beherzigen kann, ist bei den Damen mit den Rollatoren, dass, wenn sie einsteigen, vorwärts in den Bus steigen mit dem Rollator, die Bremsen beim Rollator anziehen und
ohne dass sie den Rollator festhalten, sich am Bus festhalten und in den Bus steigen. Beim Aussteigen ist es sicher, dass sie rückwärts aus dem Bus aussteigen. Bevor sie aussteigen, die Bremsen beim Rollator anziehen und auch dort wieder ohne den Rollator festzuhalten, aussteigen und den Rollator nur noch auf sich zurückkommen lassen müssen. Bei so vielen tollen Tipps und Tricks fällt es Ihnen hoffentlich etwas leichter, sich auf Hilfsmittel einzulassen. Und vergessen Sie nicht, ein Rollator schenkt Ihnen ein Stück mehr Lebensqualität.